Anfang der 1990er Jahre trieb in Riverside, Kalifornien, ein Frauenmörder sein Unwesen. Überall wurden Leichen gefunden. Wir waren rund um die Uhr im Einsatz. Er tötete auf besonders grausame Weise. Er trennte ihr die Brust ab und schleuderte sie 10 Meter weit weg. Er wurde immer selbstsicherer. Er wollte die Macht und die Kontrolle übernehmen. Die Zahl der Opfer stieg. Wir mussten ihn kriegen. Wenn ein Serienmörder auf den Geschmack gekommen ist, macht er immer weiter. Doch was war die Ursache seines Frauenhasses? Er drehte sich zu mir um. Da wusste ich, dass ich dran war. Wurde er als Mörder geboren? Riverside, Kalifornien, war einst Zentrum der boomenden Zitrusfrüchteindustrie. Nach deren Ende hat sich die Stadt Anfang der 1990er Jahre zu einem wichtigen Standort der Konsumgüterindustrie gewandelt, statt im Dornröschenschlaf zu versinken. Man sah Riverside beinahe als einen Vorort von Los Angeles an. Aber 80 Kilometer entfernt von der Metropole ging es dort sehr entspannt zu. Die Menschen wohnten gerne hier. Es herrschte eine freundliche Atmosphäre, wie in so vielen Städten im Süden. Die Kriminalitätsrate ist niedrig, auch wenn es in einem Teil der Stadt anders zugeht. Hier auf dem Boulevard spielte sich damals das Leben ab. Christine Kears, damals Detective, erinnert sich an den sozialen Brennpunkt der Stadt. University Avenue war der Treffpunkt von Drogendealern, kriminellen Banden und Prostituierten. Als normaler Bürger hielt man sich bei Nacht von dieser Gegend fern. Ab da, wo der Freeway begann, standen die Mädchen und warteten auf Freier. Die meisten von ihnen waren drogenabhängig, aber hatten Familie. So schlugen sie sich als Prostituierte durch, um an Heroin und Geld zu kommen. Detective Christine Kears kennt die kriminellen Seiten der Stadt. Doch als sie im Dezember 1991 zu einer Fabrikanlage gerufen wird, erlebt sie eine neue Dimension des Verbrechens. Der mittlere Müllcontainer stand offen. Und hier lag die Leiche. Die 27-jährige Prostituierte Susan Sternfeld ist brutal erwürgt worden. Doch dem Killer reichte das nicht. Er drapierte sein Opfer in einer besonderen Pose. Er ließ die Leiche nicht einfach nur liegen, sondern er stellte sie zur Schau, indem er Hände und Beine positionierte. Er legte sie für die Polizei so ab, frei nach dem Motto: Hier habt ihr euren Abfall. Da kommen Erinnerungen wieder. Es ist jedoch nicht das erste bizarre Verbrechen dieser Art in Riverside. In einem anderen Fabrikgebäude entdeckte ein Arbeiter bei Aufräumarbeiten eine Leiche, die ebenfalls in einem Müllcontainer lag. Wie im Fall Susan Sternfeld wird auch bei der Prostituierten Cheryl Coker tot durch Strangulation festgestellt. Und auch in diesem Fall hat der Täter sein Opfer präsentiert. Sie lag mit gespreizten Beinen da.
Normalerweise positionieren Mörder ihre Opfer nicht derart. Das war sehr bewusst so geplant. Durch das Zur-Schau-Stellen übt der Täter auch gegenüber denjenigen Personen Macht aus, die das Opfer finden. Schockiert müssen die Ermittler feststellen, dass die Frau von ihrem Mörder grausam verstümmelt wurde. Er hatte ihr die Brust abgetrennt. Wir fanden die Brust 10 Meter entfernt auf einem Hügel. Dort hatte er sie abgelegt. Offensichtlich mochte er keine Prostituierten. Darauf ließ die ungeheure Brutalität jedenfalls schließen. Detective Kears vergleicht die beiden Fälle miteinander und befürchtet das Schlimmste. Ich berichtete meinen Vorgesetzten von einem Muster, das ich entdeckt hatte. Es würde sich zeigen, ob etwas dran war oder nicht. Wir mussten davon ausgehen, dass wir es mit einem Serientäter zu tun hatten. Die Einwohner von Riverside ahnen nicht, welche Gefahr in ihrer Stadt lauert. Einer dieser Einwohner ist der überall beliebte Bill Suff. Bill Suff hat gerade seinen Highschool-Abschluss in Lake Elsinore gemacht. Der etwas sonderbare Teenager hatte noch keine feste Freundin, aber eine junge Frau hat es ihm angetan. Ich war damals 15 und lernte ihn bei einem Footballspiel in Kalifornien kennen. Er wirkte sehr nett auf mich, sah gut aus und hatte ein schönes Lächeln. Ein bisschen schüchtern war er. Ich gab ihm meine Telefonnummer und sagte ihm, er solle sich melden. Aber ich rechnete eigentlich nicht damit, dass er anrufen würde. Bill geht zum Militär nach Texas, bleibt aber mit Terrell in Briefkontakt. Als der frisch gebackene Rekrut einige Wochen später bei ihr anruft, hat Terrell schlimme Neuigkeiten für ihn. Ich sagte ihm, dass wir uns nicht mehr treffen könnten, denn ich war vergewaltigt worden und erwartete ein Kind. Doch er sagte, nein, lass uns heiraten, ich kümmere mich um dein Kind. Und so heirateten wir am 13. Dezember 1969. Als Terrells Tochter zur Welt kommt, ist ihr Mann in Texas. Als er zurückkam, eröffnete er mir, wir könnten das Kind nicht mitnehmen nach Texas, denn er hätte seinen Vorgesetzten gesagt, dass das Kind tot wäre. Ich konnte es nicht fassen. Bill sorgt dafür, dass seine Mutter und sein Stiefvater den Säugling adoptieren. Suffs eigene Kindheit entsprach auch nicht dem amerikanischen Traum. Bill Suffs alleinerziehende Mutter war eine kalte, hartherzige, dominante Person. Bill bemühte sich sehr um ihre Anerkennung, doch sie ließ ihn immer wieder abblitzen. Sein Vater verließ die Familie, als Bill noch sehr klein war. Deswegen sprach er nicht gern über die Vergangenheit. Als ältestes von 5 Geschwistern übernimmt Bill die Rolle des Vaters. Er ersetzte den Vater. Seine Geschwister bekamen immer wieder Ärger, weil sie Tiere umbrachten und Feuer legten. Aber er boxte sie jedes Mal raus. Die Tatsache, dass er so jung Verantwortung übernehmen musste, blieb nicht ohne Folgen für Bill. Damals lernte er, dass er die Kontrolle über andere haben konnte. Doch obwohl er zu Hause sehr autoritär auftritt, fällt Bill in der Schule nicht sonderlich auf. Er war in der Marching Band der Schule aktiv und es gab keine Disziplinprobleme mit ihm. Seine Noten waren durchschnittlich. Nichts Besonderes. Doch der schüchterne Teenager ist nicht glücklich.
Er rang um die Aufmerksamkeit seiner Klassenkameraden. Man nahm ihn nicht wirklich wahr. Die meisten seiner Freunde oder Bekannten hielten ihn für keinen besonderen Kerl. Er wollte so gern akzeptiert und anerkannt werden. Aber da kam nichts. Von niemandem. Und das verursachte eine riesige Wut in ihm. Er wollte der Welt zeigen, was er wert und wie mächtig er war. Noch kann niemand ahnen, dass er es dafür bis zum Äußersten treiben würde. Dezember 1990. Die Polizei in Riverside geht davon aus, dass es einen Zusammenhang zwischen den zwei Prostituiertenmorden gibt. Beide Opfer wurden brutal erwürgt und rituell zur Schau gestellt. Doch es gibt noch keine heiße Spur und die Frauen aus dem betroffenen Milieu schweben in großer Gefahr. Die Frauen, die auf der University Avenue arbeiteten, stammten zum Großteil aus Riverside. Sie waren in der Stadt aufgewachsen und lebten hier mit ihren Familien. Detective Kears kennt viele der Frauen noch aus ihrer Zeit bei der Sitte. Sie möchte, dass wieder Sicherheit auf den Straßen herrscht. Sie spürten, dass ich Verständnis für sie aufbrachte. Deswegen vertrauten sie mir. Ich riet ihnen, besonders vorsichtig zu sein. Ich sagte, ich bin nicht hier, um euch festzunehmen. Ich will euch nur warnen. Ein irrer Prostituiertenmörder ist unterwegs. Doch die meisten Frauen haben keine andere Wahl. Sie müssen weitermachen. 10 Monate zuvor. Eine dieser Frauen ist auch die 35-jährige Carol Lynn Miller. Meine Mutter war eine hübsche, zierliche Frau, aber eine echte Naturgewalt. Sie war eine liebende Mutter, schrieb Gedichte, zeichnete gern und ging in die Kirche. Auf den Fotos mit ihr sieht man, wie ich strahle und wie glücklich ich mit meiner Mutter war. Doch Carol Lynn gerät zunehmend auf die schiefe Bahn. Daher wächst Shannon bei seinen Großeltern auf und seine Mutter besucht ihn regelmäßig. Sie hatte auch eine dunkle Seite, denn sie nahm Drogen. Sie verdiente ihr Geld mit Prostitution, damit musste ich erst mal klarkommen. Aber selbst dann war sie immer noch meine Mom. Als ich älter wurde, verstand ich ihre Probleme besser. Im Februar 1990 kommt es zur Tragödie. Meine Grandma nahm mich in den Arm und sagte, es ist so traurig, deine Mom ist tot. Carol Lynns Leiche wird in einer Zitrusfruchtplantage entdeckt. Der Täter hat auch sie zur Schau gestellt, nachdem er sie erstickt und ihr mehrere Stichwunden zugefügt hat. Ihr Oberkörper wies mehrere Stichwunden auf. Der Täter hatte blind auf sie eingestochen. Ich hatte das Gefühl, als hätte man mir mit einem Vorschlaghammer auf den Kopf geschlagen. Die Welt um mich verschwamm. Ich rannte in den Wohnwagen, in dem ich auf dem Grundstück meiner Grandma lebte, und warf mich aufs Bett. Neben der brutal zugerichteten Leiche finden die Ermittler einen interessanten Hinweis. Da lag eine halb aufgegessene Grapefruit. Wenn er einen Menschen umbringen und beim Anblick der Leiche in aller Seelenruhe eine Grapefruit essen konnte, schien er sich keine großen Sorgen darum zu machen, gefasst zu werden. Für ihn ist der Gedanke, sich durch ein solches Verhalten dem Risiko einer Festnahme auszusetzen, Teil des Spiels und dadurch sehr befriedigend. Die Mordserie fordert 2 weitere Opfer, die ebenfalls in bizarren Positionen gefunden werden und auch Misshandlungsspuren aufweisen.
Einem Opfer hatte er eine Glühbirne in den Schambereich eingeführt. Anderen Opfern steckte er nach ihrem Tod diverse Objekte in Mund oder Hals. Für Detective Kears ist klar, hinter all diesen sadistischen Verbrechen steckt ein und derselbe Täter. Einige Opfer wurden erdrosselt. Durch die Wucht der Strangulation waren die Knochen gebrochen. Der Täter war äußerst brutal. Strangulieren ist eine sehr persönliche Methode zu töten, denn so kommt der Täter seinem Opfer sehr nah und spürt seine Lebenskraft entweichen. Da geht es um Macht und Dominanz. An mehreren Tatorten werden Reifen und Faserspuren gefunden. Ein erster Anhaltspunkt. Der Täter bewegte sich zwischen dem Zuständigkeitsbereich des Sheriff Departments und der Stadt. Und zwar immer im selben Fahrzeug. Deswegen bündelten beide Behörden ihre Ressourcen. Das Sondereinsatzkommando wird vergrößert. Ein örtliches Kaufhaus wird in Sachen Logistik um Unterstützung gebeten. Einer der festangestellten Mitarbeiter ist der 40-jährige Bill Suff. Er besorgte die Stühle und Tische, die wir für die Ausstattung unserer Räumlichkeiten benötigten. Der eifrige Angestellte arbeitet nicht nur effizient, er erkundigt sich auch immer wieder nach dem Stand der Ermittlungen. Er sprach mit den Ermittlern über die Opfer. Er war sogar gerade mit zwei Ermittlern im Gespräch, als wieder eine Leiche auftauchte. Ganz interessiert fragte er, gibt es ein neues Opfer? Zwanzig Jahre zuvor. Bill Suff zieht nach Texas. Hier ist er bei den Luftstreitkräften stationiert. Doch seine Karriere als Pfleger im Militärkrankenhaus ist nur von kurzer Dauer. Er machte alles andere als eine brillante Karriere. Die Gründe weiß ich nicht, aber er wurde auf jeden Fall entlassen. Und auch die Ehe des frisch verheirateten Paars läuft alles andere als gut. Bills Verhältnis zu Terrell war von Manipulation und Kontrollgehabe seinerseits geprägt. Ich durfte nicht allein in den Waschsalon und zum Einkaufen gehen. Immer wollte er dabei sein und musste alles kontrollieren. Genauso war es auch im Bett. Ich hatte Lust zu haben, wenn er Lust hatte. Dann legte ich mich hin und das war's. Bald entdeckt Terrell weitere unangenehme Seiten an ihrem dominanten Partner. Wir hatten ein Kätzchen. Eines Nachts miaute es laut und hörte gar nicht mehr auf. Bill schrie das Tier an, aber natürlich miaute es weiter. Plötzlich nahm Bill seine Luftpistole und erschoss unsere Katze. Da bekam ich es mit der Angst zu tun. Das Paar bekommt einen kleinen Sohn. Bill Suffs anfängliche Freude verebbt jedoch schnell. Er freute sich sehr, als unser Sohn geboren wurde. Aber weil der kleine Billy meine ganze Aufmerksamkeit beanspruchte, kam Bill etwas zu kurz. Bills Benehmen gegenüber dem Kind gibt Terrell zu denken. Er schlug ihm ins Gesicht, was ich ihm untersagte. Da drehte er sich zu mir um und ich wusste, gleich krieg ich eine. Bill Suff empfand keinerlei emotionale Bindung zu irgendjemandem, auch nicht zu seinem Kind. Es störte ihn nicht, es zu schlagen. Kinder waren für ihn Objekte, so wie seine Frau auch ein Objekt war. Es waren seine Besitztümer. Trotz aller Umstände bekommt das Paar ein zweites Kind. Bill Suff bleibt als Hausmann zu Hause, während Terrell Geld verdienen geht. 1973 kommt es zur Katastrophe. Er rief mich an und sagte, mit der Kleinen wäre etwas nicht in Ordnung. Natürlich ließ ich alles stehen und liegen.
Als Terrell zu Hause ankommt, läuft sie gleich ins Schlafzimmer. Dejeuner lag auf dem Bett und Bill sagte, sie atmet nicht mehr. Ich fragte, hast du den Krankenwagen gerufen? Er sagte, nein. Als die Rettungskräfte schließlich eintreffen, kommt für die Zweijährige jede Hilfe zu spät. Dejeuner wurde für tot erklärt. Und dann erfuhr ich, dass er mein Kind misshandelt hatte. Die Ärzte fanden bei der Untersuchung des Kleinkindes Anzeichen für massive Misshandlungen über einen längeren Zeitraum. Es hatte durch einen Faustschlag eine Leberruptur erlitten. Er tat so, als wäre er traurig. Aber ich habe nie Tränen gesehen. Ein texanisches Gericht verurteilt Bill Suff wegen Totschlags an seiner Tochter zu einer Freiheitsstrafe von 70 Jahren. im Jahr 1991. Eine weitere Prostituierte, Kathleen Leslie Milne, wird am Lake Elsinore ermordet aufgefunden. Auch sie hat auf der University Avenue in Riverside gearbeitet. Die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich auf dieses Gebiet. Ich ging davon aus, dass der Täter sich seine Opfer dort aussuchte. Fast alle ermordeten Frauen hatten hier gearbeitet. Vermutlich nahmen sie die Gefahr nicht ernst, auch wenn wir sie immer wieder aufforderten, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Alle denken immer, mir wird schon nichts passieren, und dann passiert es. Doch trotz aller Anstrengungen kommt die Polizei nicht weiter. Der vermeintliche Durchbruch kommt schließlich aus einem anderen Bundesstaat. In Wisconsin wird ein Mann festgenommen, der als hauptverdächtig für die Riverside-Morde gilt. Wir vermuteten, bei dem Mörder könnte es sich um einen LKW-Fahrer handeln. Und dieser Mann entsprach dem Täterprofil. In den Zeitungen wurde groß darüber berichtet, dass die Polizei in einem anderen Bundesstaat den möglichen Täter gefasst hat. Doch Detective Kears muss umgehend nach Riverside zurückkehren, weil dort die nächste Leiche gefunden wird. Die Leiche lag hier im Dreck, vor dieser Tür da. Und es besteht kein Zweifel. Wieder war der Riverside-Killer am Werk. Das Opfer war nackt und zur Schau gestellt. Sie hatte die Beine gespreizt und die Arme ausgebreitet. Jede Frau empfindet es als entwürdigend, wenn ihre Genitalien derart zur Schau gestellt werden. Bei der Toten handelt es sich um eine weitere Prostituierte, die 24-jährige Cherie Pacer. Sie war entzückend und taub. Wirklich äußerst tragisch. Bei der Polizei glaubt man, dass der Mörder mit dieser Tat eine Botschaft übermitteln wollte. Er war wütend, weil die Ermittler der Kripo in Wisconsin nach dem Täter gesucht hatten und nicht mehr ihm ihre Aufmerksamkeit schenkten. Er dachte sich sicher, den zeige ich's. '91 ist eine Sondereinheit der Polizei Riverside auf der Jagd nach einem mysteriösen Serienmörder, der es auf Prostituierte abgesehen hat. 7 Frauen hat er bereits getötet und ist den Ermittlern noch immer einen Schritt voraus. Wir wussten nie, wo und wann die nächste Leiche auftauchen würde.
Ich persönlich denke, dass Serienmörderfälle zu denjenigen gehören, die am schwersten zu lösen sind. Kaum wurde in der Zeitung über einen weiteren Mordfall berichtet, schlug der Täter bereits wieder zu. Als würde ihn das ermuntern. Texas, 7 Jahre zuvor. Bill Suff wird nach 10 Jahren Haft 1984 wegen guter Führung entlassen. Der 34-Jährige zieht zurück in seine alte Heimat. Normalerweise hätte er den Zuständigkeitsbereich gar nicht verlassen dürfen. Doch Bill Suff kehrte zurück nach Riverside und fing ein neues Leben an, als wäre nichts geschehen. Als wäre alles ein großer Fehler und er ein unschuldiger Mann. Er war freundlich, offenherzig, hilfsbereit. Er spielte den guten Nachbarn. Bill Suff trat für Wahrheit, Gerechtigkeit und die amerikanischen Werte ein. Er vermittelte seiner Umgebung, dass er sie beschützen würde, falls es nötig sein sollte. Bill Suff hat mehrere Jobs und engagiert sich auch ehrenamtlich. Bei einem örtlichen Kochwettbewerb gewann er einmal den ersten Preis. Und für eine Carsharing-Initiative der Stadt posierte er mit seinem silbernen Kleinbus auf der Titelseite der Broschüre mit den Worten: Steig bei Bill ein. Take a ride with Bill. ...1990 heiratet der 40-Jährige eine 18-jährige Supermarktverkäuferin. Doch auch seine zweite Ehefrau muss bald feststellen, dass ihr stets umgänglicher Mann noch andere Seiten hat. Er kommandierte sie permanent herum. Er schubste sie herum und machte ihr Angst. So sorgte er dafür, dass sie ihm niemals Fragen stellte oder sich in seine Angelegenheiten einmischte. Trotz der Verurteilung wegen Totschlags an seiner Tochter wird Suff erneut Vater. Und genau das war das Problem. Der Narzisst und Egoist konnte es nicht ertragen, wenn es nicht mehr nur um ihn ging. Aber so ist das, wenn ein Kind da ist. Suff verbringt zunehmend weniger Zeit zu Hause und beschäftigt sich mit etwas, das nach seiner Aussage zur Plage geworden ist. Er hetzte überall in der Stadt gegen Prostituierte. Man müsste mal richtig aufräumen und die Nutten loswerden. Er sagte, sie wären schmutzig, würden Krankheiten in die Stadt bringen und ehrbare Geschäftsleute abschrecken. Doch der Mann mit den flammenden Reden ist doppelzüngig und führt ein Doppelleben. Er nahm selbst den Dienst von Prostituierten in Anspruch. Schizophren. Aber dieses Doppelleben kann er geheim halten. Er kam nicht nach Hause und tischte seiner Frau Ausreden auf, wo er so lange gewesen war. Er sagte einfach: Hi Schatz, ich bin da. Er sagte niemandem, was er tat und was er dachte. Er hatte keinerlei Bezug zu irgendjemandem. Nicht zu Menschen, nicht mal zu Tieren. Zu gar nichts. Nur 6 Monate später schlägt der Riverside Killer wieder zu und tötet die Prostituierte Callie Marie Hammond. Doch diesmal gibt es eine Zeugin, die den möglichen Täter und sein Fahrzeug beschreiben kann: einen silbernen Kleinbus. Die Zeugin beschrieb den Mann als weiß, Mitte 40, Brillenträger. Wir hatten nun eine Täter- und eine Fahrzeugbeschreibung.
Und wenn wir beide fanden, konnten wir den Sack zumachen. Die Ermittler legen ihr Netz aus. Während sich Bill Suff nachts weiterhin unerkannt im Rotlichtbezirk herumtreibt, hat er Tag für Tag mit den Mitgliedern der Sondereinheit Kontakt. Denn er ist der zuständige Ansprechpartner für Logistik im Kaufhaus. Bill fühlte sich sichtlich wohl in dieser Rolle. Er hielt sich für den Chef. Alle wussten, dass er nicht der Chef war. Aber wenn man etwas brauchte, wandte man sich an Bill. Obwohl Bill grundsätzlich beliebt war, gab es den einen oder anderen, der sich in seiner Gegenwart unbehaglich fühlte, ohne sagen zu können, wieso. Bill entwickelt ein reges Interesse an der Polizeiarbeit und beschließt, selbst tätig zu werden. Er sah sich als Beschützer der Apartmentanlage, in der er wohnte, als Security. Und er trug eine Jacke, die sehr offiziell aussah. Wenn Bill an einem ungewöhnlichen Ort gesehen wurde, dachte sich niemand etwas dabei. Nachdem eine erste Täterbeschreibung vorliegt, laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Doch plötzlich ändert der Täter seine Vorgehensweise. Nachdem ich den Verdacht geäußert hatte, dass seine bevorzugten Opfer weiße Frauen seien, gab es eine Pressemeldung, in der es hieß, afroamerikanische Frauen fielen nicht in sein Täterprofil. Kurz darauf fanden wir die Leiche von Catherine McDonald. Die schwarze Prostituierte hat ebenfalls auf der University Avenue gearbeitet. Vermutlich hatte der Täter die Pressemeldung als Aufforderung verstanden, nicht nur weiße Frauen zu töten. Solche Täter fühlen sich häufig der Polizei überlegen und denken, sie hätten die alleinige Kontrolle. Es entscheide immer noch ich darüber, was ich tue oder nicht tue. Leider verstärkt sich mit der Wahl neuer Opfer auch die Brutalität des Mörders. Dass er seinen Opfern eine Brust abtrennte, gehörte zu seinem Profil. Doch die Leiche von McDonald wies multiple Stichwunden auf, so brutal zugefügt, dass er sie dadurch beinahe enthauptet hätte. Und die Morde häufen sich. Immer mehr Morde in immer kürzerer Zeit. Es war besorgniserregend. Der Serienmörder hatte Blut geleckt. Er war nicht mehr zu stoppen. Endlich hat die Polizei eine Beschreibung des brutalen Täters, der mindestens 11 Frauen ermordet hat. Die Ermittler stehen unter immensem Druck, ihn endlich zu fassen. Wir mussten ihn kriegen, sonst würde er nicht aufhören. Er erhöhte ja sogar noch seine Schlagzahl. Überall wurden Leichen gefunden. Wir waren rund um die Uhr im Einsatz. Detective Kears steht mit den Prostituierten in engem Kontakt. Sie sind die Zielgruppe des Serienmörders. Ich sprach mit den Frauen und erklärte ihnen, was los war. Ich wollte, dass sie Vertrauen zu mir aufbauen und mich anrufen würden, falls sie etwas beobachteten. Wir wollten ihnen helfen. Mit der 39-jährigen Eleanor Casares versteht sich Kears besonders gut. Wir kamen sehr gut miteinander aus. Sie war eine sehr liebenswürdige, sanftmütige Person. Dabei hatte sie einen schwierigen familiären Hintergrund. Obwohl sich der Killer weiter auf freiem Fuß befindet, geht Eleanor auf der University Avenue anschaffen.
Und zwei Tage vor Weihnachten schlägt er wieder zu. Wie üblich ist das Opfer zur Schau gestellt, als die Polizei es findet. Tatort ist diesmal ein Vorort von Riverside. Es war ein wohlhabendes Viertel. Die Fingernägel des Opfers waren abgebrochen und offensichtlich hatte der Täter die Leiche von einem anderen Ort hierher gebracht. Auch hier hat der Täter sein Markenzeichen hinterlassen, die grausame Verstümmelung. Er hat der Frau eine Brust abgetrennt und in der Nähe entsorgt. Ich strich der Toten das Haar aus dem Gesicht und erschrak. Es war Eleanor. Die Obduktion ergibt, dass Eleanor Casares am helllichten Tag getötet wurde. Der Killer wird immer mutiger. Ich war sehr traurig, als ich die Tote erkannte. Das war passiert, obwohl ich die Frauen gewarnt hatte. Ab diesem Moment wollte ich den Fall erst recht aufklären. Am liebsten sofort. Und tatsächlich erweist sich dieser letzte Fall als Schlüssel zum Durchbruch. Wir fanden sehr viele Spuren. Man konnte sehen, dass der Täter mit seinem Wagen rückwärts an den Fundort herangefahren war. Und ich konnte die Reifenmarke exakt benennen. Der Täter benutzt einen Wagen mit vier unterschiedlichen Reifenfabrikaten. Wie viele Leute fahren mit vier verschiedenen Reifen durch die Gegend? Sehr außergewöhnlich. Alle Einsatzkräfte werden über die neuen Details informiert. Nun gilt es, den gefährlichen Serienmörder endlich dingfest zu machen, bevor er wieder zuschlagen kann. Bei jedem Wagen, der angehalten wurde und auf dessen Fahrer die Täterbeschreibung zutraf, wurde ich informiert. Und tatsächlich wird schon kurz darauf ein silberner Kleinbus angehalten, weil er im Rotlichtbezirk einen verbotenen U-Turn gemacht hat. Der Verkehrspolizist warf einen Blick in den Wagen und entdeckte dort eine grüne Decke, von der die Faserspuren stammen könnten, und ein Seil. Detective Kears bittet den Kollegen, einen weiteren Punkt zu überprüfen. Ich bat ihn, mir die Reifenmarken der beiden Vorderreifen zu nennen. Als er sie mir nannte, machte ich mich sofort auf den Weg. Endlich steht sie vor dem Mann, den sie seit über einem Jahr jagt. Es ist der 41-jährige Bill Suff. Ich war erstaunt, dass er so normal aussah. Er war ganz ruhig, sprach leise, wirkte nicht wie jemand, der so schreckliche Taten verüben könnte. Er wurde verhaftet und aufs Revier gebracht. Meine Familie wurde von der Polizei informiert, dass sie ihn gefasst hatten. Wir waren alle unglaublich erleichtert. Unseretwegen und wegen aller betroffenen Familien. Suff zeigt sich unbeeindruckt von seiner Festnahme. Das ändert sich erst, als Detective Kears auf den Fall Eleanor Casares zu sprechen kommt. Ich sagte zu ihm, Sie waren auf der Orangenplantage. Auf einmal veränderte sich seine Haltung um 180 Grad. Er behauptete, er habe dort Orangen gepflückt und dabei die Leiche gefunden. In ihrer Brust habe ein Messer gesteckt, das er herausgezogen habe. Und dann sagte er, ich habe ihr die Brust nicht abgetrennt. Dabei hatte ich dieses Detail gar nicht erwähnt. Suff besteht auf seiner Unschuld, doch eine Durchsuchung seines Wagens bringt eindeutiges Beweismaterial zutage.
Wir entdeckten sogenannte Trophäen, persönliche Gegenstände der Opfer. Er hatte auch Schmuckstücke von den Leichen entwendet und seiner Partnerin geschenkt. 1995 wird der Prozess gegen Suff eröffnet. Die Vertretung der Staatsanwaltschaft übernimmt Paul Sellerberg. Ihm wurde in 13 Mordfällen der Prozess gemacht, aber wir glauben, dass er etwa 20 bis 25 Frauen getötet hat. Die Familien der Opfer spielen eine wichtige Rolle im Prozess. Mütter, Schwestern und Kinder der Opfer sagten aus. Es gelang mir, der Jury vor der Festsetzung des Strafmaßes deutlich zu machen, dass diese Frauen eben nicht nur Prostituierte gewesen waren. Trotz aller belastenden Beweise beharrt Suff auf seiner Unschuld. Die Staatsanwälte Sellerbach und Newsme stellen mich hier als kaltblütiges, herzloses Monster dar. Damit liegen sie völlig falsch. Ich bin eine liebevolle, hilfsbereite Person. Fragen Sie die Menschen aus meiner nächsten Umgebung. Im August 1995 wird Suff in 12 der 13 Mordfälle schuldig gesprochen. Das Urteil der Geschworenen lautete 12-mal Todesstrafe. Auch als der Killer hinter Schloss und Riegel ist, bleibt die Frage, wieso seine Wut sich gegen Prostituierte richtete. Er war Frauen gegenüber extrem verbittert. Seine Mutter war hochgradig dominant gewesen. Seine erste Frau hatte ihn ins Gefängnis gebracht und sich von ihm scheiden lassen. Immer taten Frauen ihm vermeintlich Unrecht. Für ihn stellten Prostituierte die niederste Stufe von Frauen dar. Gleichzeitig waren sie Objekte, über die er Kontrolle ausüben konnte. Doch waren seine brutalen Taten eine Folge seiner persönlichen Erfahrungen? Oder wurde Bill Suff schon als Mörder geboren? Das ist schwer zu beurteilen. Suff hatte jedoch eine eindeutige Prädisposition. Ich glaube, er wurde mit einer Tendenz zur Gewalttätigkeit und Grausamkeit geboren. Das geht aber anderen Menschen auch so. Und sie enden nicht als Serienmörder. Irgendetwas hat seine Taten ausgelöst. Sein Lebensfrust entlud sich in den Morden. Vielleicht war es unsere Scheidung, die den Funken auslöste. Vielleicht der Tod unserer Tochter, für den er 10 Jahre in Texas im Gefängnis saß. Suffs Mordserie ist beendet. Doch seine wehrlosen Opfer werden nicht in Vergessenheit geraten. Wenn ich an meine Mom zurückdenke, habe ich schöne Erinnerungen. Ich belaste mich nicht mit negativen Gedanken. Ich versuche zuverlässig und ehrenhaft zu leben und ein gutes Vorbild zu sein. So ehre ich das Andenken meiner Mutter als ihr Sohn. Bis heute wartet Bill Suff in Kalifornien in der Todeszelle auf seine Hinrichtung.